Also zunächst mal war das natürlich für mich ein gutes Verhältnis, weil ich musste ja irgendwie mich finanzieren und habe das dann über das Taxifahren gemacht und ja, und habe dann eben 3 Tage in der Woche, wo ich male, und 4 Tage, die hauptsächlich durch Taxifahren bestimmt sind. Und beim Taxifahren ist natürlich der große Vorteil, dass man sich das einteilen kann. Also das Berühmte, man ist sein eigener Chef. Also auch wenn man den Wagen, also wenn einem der Wagen nicht gehört, aber man verfügt eben über diese Zeit. Man muss zwar, ist zwar gezwungen und gejagt, insofern als dass man ja natürlich Geld machen muss, Umsatz machen muss, muss in den umsatzstärksten Momenten fahren. Aber wenn man das ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man das natürlich ja, einteilen, also sich so einteilen, dass es passt. Und für mich war das so, oder also ich kann mich an viele Situationen noch erinnern, wo ich so im Malprozess abgetaucht war, dass ich gar nicht unfähig war, Taxi zu fahren. Also ich habe mich dann in die Taxi gesetzt und habe versucht zu fahren und habe das dann abgebrochen, bin erstmal nach Hause und habe mein Bild vollendet und bin dann weitergefahren. Also solche Geschichten gehen halt als Taxifahrer. Dann muss man eben abends länger raus oder was weiß ich. Und das kann man nicht überall so machen. Also das ist, insofern ist das gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Stress, weil das ja komplett was anderes ist, ne? Also auf der einen Seite kann ich vieles, was ich jetzt beim Malen mache, also dieses räumliche, bildliche Denken, das kann ich natürlich anwenden. Ich habe diese Stadt gescannt, also sozusagen als Bild in mir. Und arbeite damit auch. Also am Anfang, als ich das gelernt habe, habe ich den Stadtplan auswendig gelernt und hatte auch die ganzen Namen so drauf. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich ein tatsächliches, reales Bild von dieser Stadt und irgendwo hängen die Namensschilder dran. Wenn ich die Taxe verlasse, vergesse ich die Namen und wenn ich wieder zurückkehre, habe ich die Namen alle wieder komplett drauf. Aber das funktioniert immer über dieses bildliche, räumliche Denken. Und insofern trainiere ich das beim Malen. Genauso auch das Reaktionsvermögen. Also ich behaupte, dass durch diese Art des intuitiven, spontanen Malens und Improvisierens mein Reaktionsvermögen auf der Straße sich verdoppelt oder verbessert, also verdreifacht hat. Also dass ich intuitiv in Situationen mit diesen Situationen umgehen kann. Also das beobachte ich jedenfalls. Ich meine, das kann man jetzt nicht direkt beweisen, aber so. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Monetäre, also man kämpft ums Geld. Und das ist natürlich für die Kunst erstmal, für das Produzieren von Kunst schädlich. Also natürlich muss man natürlich irgendwie auch versuchen, das nachher zu vermarkten, aber für das Hervorbringen von Kunst, wenn ich daran denke, was jetzt dieses Bild bringen könnte oder versuche, mit dem, was ich da mache, irgendein oder sonst was zu erzielen, dann ist das Todesurteil für jede Kunst. Kreativität entsteht nur im Not. Kreativität entsteht nicht im Wohlstand. Also das ist ja auch die Krux des Wohlstandes, dass die Kreativität der Menschen erstickt wird. Also es ist ja ganz einfach. Ich meine, man kann sich das da, wenn wir schon mal beim Taxifahren sind, also man braucht heute keinen Orientierungssinn mehr, weil man Navigationsgeräte hat. Also es fehlt ein Stück Kreativität oder fällt weg, weil man das durch Wohlstand ersetzt. Und so ist das mit allen möglichen Geschichten. Also die Kreativität entsteht immer nur aus einer Notwendigkeit heraus. Also es ist das Wenden einer Not. Das ist die Kreativität. Und wenn die Not nicht gegeben ist, wozu soll ich denn kreativ sein? Dann bin ich bequem und lasse es sein. Also dann kann ich doch zurückgreifen auf alles, was da ist. Aber das ist nicht mehr kreativ. Also vor allen Dingen in der Anfangszeit, wo man mit dem, was man da macht, komplett alleine ist. Bestenfalls ein oder zwei Freunde, Bekannte oder sowas sehen das, was man da macht. Und man hat noch keinen Außenkontakt, man hat noch keine Ausstellung, man wird noch nicht wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Es fehlt dieser ganze Bereich, der eben auch zur Kunst gehört und Kunst fördert. Und in dieser langen Phase, ja, also da dreht man ja durch, wenn man nur malt oder sich nur damit beschäftigt. Man braucht eben auch was, was einen da rausholt. Und das war für mich dann Taxifahren, ja. Weil das die ganze Palette, das bunte Leben sozusagen ist.
du hast ja unheimlich viele Gespräche, du triffst unheimlich viele Leute, du bist, das finde ich jetzt an diesem Job auch gut, du bist ja den ganzen Tag auch irgendwo, zwar nicht direkt mit der Natur verbunden, aber du bist immer draußen, also du kriegst das Wetter immer mit, die Jahreszeiten immer mit, also wie die Stadt sich verändert, wenn die Stadt grünt und die Bäume, also Frühling oder so, das ist dann schon faszinierend. Man ist immer dabei und dann ist der Sommer und dann kommt der Herbst und der Winter und so. Also das finde ich schon das ist interessant.